Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prison Architect mit meiner Wenigkeit. Und ich hoffe, man hat Fraps gar nicht gesehen. Wir sind wieder zurück in der Misere. Mehr oder minder. Wir haben ein bisschen Geld, das wir zum Arbeiten freigegeben haben. Und unser Gefängnis hier ist, naja, so lala. Wir haben nicht genügend Gewinn, aber wir waren ja drauf und dran, ein paar mehr Leute. Erstmal haben wir das hier sicher gemacht. Allerdings können die hier auch ausbrechen, wie das letzte Mal irgendein Vollidiot bewiesen hat. Und das heißt, wir werden jetzt dann schauen, dass wir... Also die Schulung lassen wir aktiv. Dieses Programm ist ganz wichtig für uns, weil es halt wirklich darum geht, dass die diese blöden Nummernschilder machen können. Aber ohne die Nummernschilder sind wir echt aufgeschmissen. Lol. Der Arbeiter ist eingesperrt. Ernsthaft? Och, komm. Abreißen. Genau, mach du das mal. So, stopp, stopp. Hier geblieben. Bau den Zaun wieder hin. Ja, 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 ja. Und bitte bleib hier außer... Da, da, da. Naja, na Halleluja, okay. Wir haben einen Arbeiter gerettet. Sehr gut. Also, es sieht wie folgt aus. Wie gesagt, wir warten auf die Gelder. Das wird auch noch ein bisschen dauern mit der Bildungsreform, weil ich einfach kein Geldscheißer habe, muss man sozusagen. Und wir machen nur 3 Euro Gewinn. Also, was wollen wir denn? Meine Häftlinge dürften sich eigentlich nicht mehr so aufregen. Beziehungsweise, die sollten sich überhaupt nicht aufregen. Fakt ist, wir sollten dann auch mal... Also mir wäre ganz recht, Stationierung auch zu erforschen, aber ich habe im Moment echt kein Geld dafür. Das funktioniert nicht. Ich habe kein Geld dafür. Und unser Megaprojekt hier links ist einfach total stehen geblieben. Wir hatten so viel Geld, ey. Da steigt nämlich schon wieder ernsthafte Beschwerden. Ja, dann duscht euch doch. Und heult nicht ständig rum, ey. Drogen, ja. Ich glaube, ich sollte mal eine Drogenentzugs... Junge! Mach das Ding auf. Was hab los? Na, die können sich noch duschen. Duscht euch! Macht das! Ja, sehr gut. Hygiene. Das geht doch gut auf. Also. Jetzt könnt ihr da mal futtern schön. Oh, das finde ich voll doof, die Gefängnistür. Eigentlich könnte ich die... Ich will die aber gar nicht offen lassen. Man kann die auch nie anwählen, ne? Das ist echt doof. Das mit den Abflüssen, aber naja, was soll's. So, ihr futtert mal. Und hoffentlich... Ich weiß gar nicht, ist der erste Tag dann von den neuen Programmen? Ja. Super, ja, das ist nicht so toll. In der Tat nicht so toll. So, dann haben die nochmal Freizeit. Dann können die nochmal alles machen, was sie machen wollen. Boah, schon wieder Hygiene. Ey, warum duscht ihr euch denn nicht? Dann seid ihr selber schuld. Angefangene haben ernsthafte Beschwerden. Ihr seid so dumm, ne? Ich habe komische, dumme Gefangene. Ist wirklich so. So. Der Generator... Ja, sieht gut aus. Der hier... Ja gut, der ist ein bisschen ausgelastet, aber da ist ja noch nichts angeschlossen. Kein gar nichts. Null. Ich sollte aber mal dran denken. Also ich würde ja gerne irgendwann jetzt mal demnächst vielleicht unter Umständen hier ein Ding hinmachen. Ein Pumpwerk. Aber das ist mir einfach viel zu teuer. Was ist denn, wenn ich jetzt... Wobei, ich muss ja ein großes Rohr hier irgendwie hinlegen. Das heißt, ich muss hier ein kleines ab... Also, was wird mich das denn kosten? Hier rüber. 435. Wäre vielleicht erstmal eine Alternative. Oder? Ich wollte halt hier unten ein Pumpwerk hinbauen, aber eigentlich ist das dann auch voll unnütz. Ach, ich baue das da unten hin. Dann sind halt viele in der Übergangszelle. Ist mir halt auch wurscht. Völlig boogie. So. Wie viele sind denn hier jetzt bei dem Programm? Einer? Nur weil einer interessiert ist, oder was?
Oh Mann, ihr seid Elmond. Ruf Fragezeichen, super, das ist wieder so ein Spezialtyp, oder? Ach nee, Ruf haben die gar nichts von. Hallo? Ey, warum sehe ich den jetzt nicht mehr? Ich würde den gerne mal sehen. Aktivität, Abriegelung, Tagesplanung, Schlaf, irgendwas, Unterricht, Freizeit. Stimmung, naja, normal und ein bisschen mehr gut. Programm, Sicherheitsunterweisung, Bestehungschance. Oh, die ist ziemlich hoch. Das ist ja cool. Verfassung, keine Betäubter. Ey, das ist ja echt ganz cool. Man sieht sogar, wie die Chancen sind, dass der Typ besteht. Lol, der hat das schon mal einmal hinter sich und ist gescheitert. Kürzliches Fehlverhalten, Waffenbesitz, Luxusgüterbesitz. What the fuck, Alter, der ist kurz davor, das zu schaffen. Wie schaut das aus? Ja. Ja, dann macht mal hier, ne? Ist halt, wie gesagt, ein bisschen problematisch, weil wir im Moment eher weniger so... Naja. Da sind halt nicht viel Dinger, wisst ihr? Also Leute, die hier machen können, der arbeitet. Das sind, glaube ich, nur 3 insgesamt, oder wie es war. Ich guck mal fix. Aber ja, 3 sind's. Das ist ein bisschen doof. Aber wir arbeiten dran, dass es ein 4. wird. Dass man wenigstens einigermaßen hier weiterkommt. 3 gewinnen, super. Und 140 fürs Blech ausgegeben. Das ist scheiße, ist das einfach echt. Das ist einfach doof. So, kommt, ihr geht hier rein. So. Mal zwischendurch einen Schluck trinken. 3 Dollar gewinnen, das ist das. Scheiße, ist das einfach. Und ich will fürs Blech so viel ausgegeben. Oh mein Gott. Achso, die wollen, glaube ich, essen, ne? Ne, Freizeit. Achso, ja. Geht mal euren Bedürfnissen nach. Ah, jawohl. Alter, da liegt voll die alte Kleidung, dreckig. Ja, dann müsstet ihr das vielleicht mal in den Wäschekorb tun. Was mit dir? Matt Slatter. Verurteilt zu 6 Jahre Haft für Entführung. What? Ex-Frau. Ja, da kannst du dir dreimal raten, warum der eine Ex, warum das jetzt eine Ex-Frau ist. Lol, der war 14 Jahre wegen Schwarzhandel gesessen. Und hat auf unschuldig plädoyiert. Boah, 200 Dollar für Exporte. Es geht doch so langsam voran. Wenn auch mehr schlecht als recht, aber die können hier ganz viel machen. Und was ich vielleicht noch machen werde, Tischler. Eine Sitzung kostet 500, ist halt sauteuer, ne? Das ist die Sicherheitsunterweisung noch am einfachsten. Das hier, 200 pro, das sind 3 Sitzungen. Ich sollte vielleicht das mal starten. Komm, wir machen mal die 2, weil, keine Ausrüstung, was heißt denn das? Was brauche ich denn dafür? Jeder Gefangene benötigt einen Stuhl. Referenz Alkoholsucht, sitzende Tätigkeit, wiederholbar, einfach. Ja, aber hier sind doch Pulte, oder? Wo sind das? In einem Gruppenraum. Ein Gruppenraum? Haben wir sowas? Da war automatisches Speichern. Gruppenraum? Was ist denn ein Gruppenraum? Hä? So. Ah, lol. In dem Gruppenraum? Echt? Was? Ja, es sieht schon ein bisschen schäbig aus, wenn ich da oben jetzt noch ein... Naja, was machst du denn hier eigentlich? Arbeiten, ja, was arbeitest du? Ach, ist in der Küche oder was? Ah, cool. Ja, dann klatsch mal halt da mal Stuhl. Fertig. Vielleicht klappt das ja dann. So. Sitzende Tätigkeit, wiederholbar, einfach.
Da fehlt noch der Lehrer. Ihr drei könnt mal weiter. Also von 11 bis... ja gut, von 11 bis 12, das ist jetzt natürlich schon vorbei. Natürlich haben wir jetzt Ausrüstung. Laber doch nicht. Küchenanweisung, ja, das ist wurscht. Wo war denn das jetzt hier? Ah, jetzt dann. Das kostet mich jetzt zwar ein bisschen Geld und ich bin ja auch schon wieder im Minus, aber... Finanzen, Subventionen. Zur Not nehmen wir einen Kredit auf. Wobei eigentlich... So, die haben jetzt nochmal Hofgang. Das ist eigentlich ganz gut. Eigentlich... Training, Komfort... Trainiert er dort? Drugs. Drugs. Ja, du kriegst dann morgen deine erste Einweisung. Blase, Darm. Ich denke, jetzt haben wir eigentlich einen ganz guten Rhythmus, weil die haben jetzt nochmal Freizeit. Gut, dann arbeiten die halt nur, wie gesagt, 7 Stunden. Aber ich denke mal lieber so, als dass die mir wieder abgehen wie Schmitz Katze hier. Genau, weil jetzt geht das hier wieder runter. Essen müssten die eigentlich gehabt haben. Ausgiebig. Es sei denn, Essen... Lassen wir das mal durchlaufen. Zack. So, machen wir es halt so. Eine Stunde Freizeit am Abend nochmal. Wie die auf der Bank gucken. Alkohol. Drogen. Alter, der hat Alkohol. Eigentlich müsste ich die alle wieder durchsuchen, ne? Komplett. Das ist eindeutig eine Pulle. Junge, du wirst durchsucht. Bist du das? Gefangener durchsuchen. Gefangen. Okay, der vielleicht nicht. Ach so. Wir können natürlich auch die Gefangenen so der Gefahrenstufe ändern, ne? Der hat eindeutig Alkohol dabei, Junge. Interessiert ihn nicht. Was? Lol, wieso ist denn das Lager so voll? Was ist denn das? Großes Rohr. Bank. Bank. Wisst ihr was? Wir machen das mal anders. Lager. Wird das hier mal zum Lager? Dann können die das hier umräumen. Weil da unten ist auch deutlich mehr Platz. Und dann machen wir halt daraus irgendwie so einen anderen Raum. Zack. Zack. Und das hier oben kommt weg. Keine Ahnung, was wir dann mit oben machen, ist auch völlig wurscht. Da können dann noch eins hinmachen. So. Zack. Einwandfrei. Oh, wir machen 15 plus. Minus 8%, 8 Euro Gewinn. So langsam. Wie gesagt, ich denke mal, das ist auch vielleicht für uns ganz gut, wenn wir die Programme hier, wo sind die denn? Ach, oben hier für die Alkoholiker und so weiter, wenn wir das einführen. Habe ich bis jetzt eigentlich noch nie großartig weitergemacht. Muss ich ehrlich gestehen. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Alter, was machen denn meine Wachen, ne? Ich würde echt, ich meine, die eine patrouilliert hier. Wie viel habe ich denn auf Patrouille? 2. Für den riesen Ding. Ich würde am liebsten Wachen stationieren. Eine hier in dem Zellentrakt, eine in der Kantine und natürlich in der Werkstatt. Ich denke, das sind so die heißesten Plätze. Für Stationierung muss ich aber erst Was spricht denn der Gelb? Komm, scheiß drauf. Und wenn, dann können wir uns einen Kredit nehmen. Wir haben 22.000 oder so. Als Kreditwürdigkeit. Oder... Ja, sehr gut. Gut. Dann schauen wir mal. Und auch so, wir haben schon die Hälfte, glaube ich, der Zeit für unsere kurzfristige Investition bekommen. Oh, Simon Porter wird entlassen. Wer ist denn der nette Herr? Simon. Wo ist denn der Porter? Da. Dieser nette Herr wird entlassen. Alkoholiker auf Entzug. Ja, scheiße. Jetzt, wo ich das einführe, wird er entlassen.
Familie Keine verurteilt zu 3 Jahre Haft wegen Körperverletzung. Alter, was hat denn der alles schon gemacht? Drogenbesitz, 5 Jahre. Unschuldig. Erregung öffentlichen Ärgernisses, 1 Jahr. Steht zwar nicht dort, dass er abgesessen hat, aber ich gehe mal davon aus. Körperverletzung, 2 Jahre, unschuldig. Unschuldig, unschuldig, unschuldig. Drogenbesitz, 2 Jahre, schuldig. Drogenbesitz, 5 Jahre, schuldig. Meineid, unschuldig. 4 Jahre, Meineid, 4 Jahre, unschuldig. Angriff auf Staatsgewalt, 5 Jahre, schuldig. Körperverletzung, 9 Jahre, schuldig. Gewaltdelikt, Plädoyer, unschuldig. 4 Jahre, boah, und jetzt halt die 3 Jahre. Wie sind die Bewertungen? Bestrafung? 2 Punkte, 13% der Zeit eingesperrt. 0 Punkte in der Zeit unter 3. Ja, okay. Eine Sanktion, 25% Freizeit. Ja, hol nicht rum, ey. Das ist hier kein Kindergarten. Reform. 21% der Zeit gearbeitet. Na, wenigstens was. Sicherheit. 13% der Zeit eingesperrt. Gesundheit. 12 Sanktionen. 6% der Zeit unter Einfluss von Drogen und Alkohol. Ja, super. Ja, super Sache. Also, der Handnette Simon Porter wird jetzt ganz schön klamm und heimlich. Je nachdem, wo er ist. Wo ist denn der? Da. Da ist der nette Herr. Der hat auch nichts mehr an. Aber hat hier, wie gesagt... Achso, das zeigt mir an, dass er ein Alkoholproblem hat. Jetzt müsste er eigentlich von dem Programm... Nö. Der wird entlassen, ja super. Ist das scheiße. Mr. Porter, auf Wiedersehen. Auf nimmer Wiedersehen. Ding. Und schon sind wir 81 im Minus. Oh, verdammt, ey. Das ist echt ein bisschen hart. Bissel. Aber naja, so ist das Leben nun mal. Oh, da muss jemand einen Schluck trinken. Wir haben jetzt eigentlich schon 2 entlassen, oder? Jawohl. Aber so langsam, ich müsste mal wieder ans Plus kommen. Das ist so ein Hin- und Her-Gekraxel, ey. Das ist nicht mehr feierlich. Oh, Mann. Haben wir noch so eine dicke Tür? Nein, haben wir nicht. Kommt trotzdem hier hin. Ich weiß, das ist eigentlich total scheiße und das ist totaler Mist, was ich hier mache. Aber ich muss es machen. Sicherheit geht vor. Da sind schon wieder irgendwelche Leute. So. Geh mal da rein. Da warten schon welche. Und dann kannst du hier in Le Peso... nicht Peso, sondern Personalraum. Ist er schon fertig? Stationierung ist fertig. So, Leute. Pass mal auf. Einer wird hier stationiert. Einer hier. Und einer hier. Dann hätten wir noch 5 übrig, laut unserer Ansicht. 2 sind auf Patrouille und 3 stationiert, genau. Und 5 können noch so eingreifen. Sehr gut. Weil, ob, ja gut, im Hof sind die ja eh meist stationiert. Oder gammeln die ab, sagen wir es mal so. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Hä? Was ist denn mit denen los? Achso, nur patrouillierend. Ja. Wie gesagt, im Hof sind die eh am Abgammeln. Und jetzt geht's wieder los. Da ist der Psychologe, der bereitet sich vor mental auf das Ganze. Jawohl. Geh halt zur Sicherheitseinweisung, du Affenkopf. Hallo. Würdest du mal zur Sicherheitseinweisung gehen? Oder ist noch... Oh, das war speichern. Achso, es ist noch gar nicht so weit. Der bereitet sich vor, der bereitet sich vor, der startet jetzt dann eigentlich, oder? Also gleich. Das heißt jetzt, wir hätten schon mal, wartet mal, Arbeitsplätze, 3, genau. Und dann hätten wir vielleicht einen 4. Oh, guckt euch das an, ey. Da, Nummernschilder. Das Problem ist, dadurch, dass sie so wenig sind, müssen die halt voll viel produzieren und so. Bestehungschancen, ja, der hat jetzt schon gewonnen. Oder? Was ist mit dem los? Ach. Der arbeitet. Sehr gut.
Genau, guck mal, wir haben eine Sicherheitsunterweisung vorbei, dass die keinen Scheiß machen. Ja. Ey, ist das geil, ey. Wir sind wir 24 im Plus, aber haben 262 Euro nur. Das ist ein echtes Problem. Und bevor ich pleite gehe, werde ich mir hier einen Kredit holen. Ja? 2250 Euro. Ich habe keine Ahnung, ey. Wo das Ganze uns noch hinführt, das passt vorne und hinten nicht, ey. Normalerweise müsste ich hier voll den Gewinn machen. Und was mache ich? Nichts. Meine Gefangenen sind so faul und alles. Und die sind... Bäh. Ist nicht schön. Das Problem ist, normalerweise würde ich sagen, mache ich vielleicht noch eine Baumschule. Aber erstens dauert das, bis die Bäume wachsen. Und zweitens kostet das auch wieder so viel Geld, jeden Baum anpflanzen und. Ja, ich weiß nicht, wo uns das Ganze noch hinführt. Fakt ist auf jeden Fall, wir schauen im nächsten Part, was wir noch so machen können mit unserem Knast hier. Ich wünsche euch noch viel Spaß mit dem Ganzen. Macht's gut. Tschüss.